Ich bin ein kleiner Maurer, ein Maurerpolier. War 25 Jahre auf dem Bau. Er war einer der AfD-Redner beim Gillermoos. Gemeint ist Martin Huber. Der AfD-Landtagsabgeordnete kommt aus Erding und heizte die Stimmung gleich richtig an. Kenntnisse des bayerischen Dialekts sind nicht unbedingt erforderlich, aber sehr hilfreich. Wenn es gleich wiederkündigt haben, da habe ich aufgehört. Da habe ich umgeschult. Und da war ich im Vertrieb und war in QMB, einer größten Münchner Firma. Meine sehr verehrten Herren, warum bin ich bei der AfD? Warum? Und es ist ja heute schon was gesagt worden. Es stimmt voll in unserem Land nicht mehr. Es gibt eine klare Regel, und das habe ich immer gesagt. Drei Regeln gibt es, was die Politik für die Bürger da ist und was machen muss. Und es ist die ärztliche Versorgung, die ist eigentlich eine Pflichtaufgabe aller Politiker, dass die Bürger optimal ärztlich versorgt werden. Aber was ist die Realität? Ihr werdet euch vorstellen, was momentan ist. Ich bin auch im Krankenhausausschuss drin. In Bayern, im Landtag werden wir beschimpft, beleidigt. Da komme ich später drauf zu. Aber es geht um Folgendes. Über 80% der Krankenhäuser im ländlichen Raum sind insolvenzgefährdet, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und wir haben im Landtag, Ebner Steiner, einen Antrag gestellt, dass man ein Programm auflegt, dass man einfach dieses, ja, momentan die nächsten zwei Jahre, was Reformen heißt, dass man es halten können im ländlichen Raum. Ihr wisst genau, wenn einer einen Schlaganfall hat, Herzinfarkt. Jede Minute ist kostbar, dass er versorgt wird, dass er behandelt wird. Und die entschlüsseln. Und Söder geht her und sagt, wir lassen die Krankenhäuser im ländlichen Raum nicht im Stich. Dann haben wir einen Antrag gestellt auf eine Milliarde, dass wir eine Unterstützung geben. Ganze Staatsregierung, auch die Freien Wähler, die Pharisäer, da hinten sitzen und lernen Leute. Bitte euch von den Freien Wähler, das sage ich nochmal. Meine sehr verehrten Damen und Herren, abgelehnt haben sie es. Warum? Mit ausgestreckter Hand werden wir uns mehr verhungern lassen. Ich bin im Erdinger Krankenhausausschuss drin. Da wird sich mal vorstellen, da sagen die Regierung, sie sind nicht zuständig. Da haben wir einer, was hilft? Dieser Lauterbach. Der Lauterbach muss das zahlen. Sie sind nur für Investitionen zuständig. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir würden bei den Erding bauen, 16 Millionen hätte es kostet. Da hätten wir Zuschuss gekriegt. Die Frau Schauer hat ganz groß in der Zeitung 30 Millionen Zuschuss vom Staat. Aber das kostet 60 Millionen. Also können wir es nicht bauen, weil wir die Unterhaltskosten immer mal zahlen können. Wir brauchen eine Reform. Oh, danke dir. Ja, das ist natürlich toll, gell. Also wieder Mara brauche ich nicht die Dusche, gell. Also, Preistal. Nochmal, Leute, das ist ganz, ganz wichtig, weil die ärztliche Versorgung gefährdet ist. Ihr müsst euch das vorstellen. Wir können die Unterhaltskosten nicht mehr zahlen. Und ein hoher Beamter hat zu mir gesagt, Martin, wir brauchen 6.000 Euro pro Patient. Haben wir seit Jahren keine Erhöhung mehr gekriegt. Wir kriegen 4.000. Das heißt, wir zahlen für jeden Patienten drauf. Das ist eine Frage der Zeit, bis die ganzen Krankenhäuser pleite gehen. Und wir schauen alle zu. Und da ist der Söder hinten und redet rechtzeitig. Und schaut genau zu, wie wir im ländlichen Raum verreckern. Da drüber. Und das heißt ja, was wäre das erst geschlossen, liebe Freunde? Die Entbindungsstation. Was ist ein Defizitgeschäft? Zu mir haben wir ausgesagt, ja, wenn eine Frau zu uns kommt und entbindet und auf dem natürlichen Weg, da zahlt das Krankenhaus drauf. Wenn man Kaiserschnitt machen, dann machen wir Gewinn. Da stimmt das ganze System nicht mehr leid. Und die schauen zu, reden gescheit und dann nichts. Das ist die große Gefahr, dass wir im ländlichen Raum vergessen werden. Und das, da gibt es auch keine Ausreden. Ich bin gespannt, was heute mit dem Zelt in Zonk gefahren ist. Da gibt es keine Entschuldigung. Optimale ärztliche Versorgung ist Pflichtaufgabe. Aber dagegen stimmt was. Dann muss man hier im Landtag hochhören. Ich bin ja seit letzten Wahl Landtagsabgeordneter. Ich bin ein Parlamentsverächter. Meine sehr verehrten Damen und Herren, habe ich da drinnen hab ich mich gemeldet und gesagt, ich bin mein halbes Leben, habe ich mich ehrenamtlich als Kommunalpolitik beschäftigt. Bin noch Gemeinderat. Und dann muss ich mir das anhören. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Ebner Steiner werden beschimpft, alle werden bestimmt. Aber das Schlimmste, Vaterlandverräter. Da auf die im Landtag, die sind Vaterlandverräter. Stellt euch das vor, was uns die, wir kommen als erstes. Und das sage ich ganz öffentlich, egal was für Fernsehen das da ist. Zuerst kommen unsere Bürger und dann schaue ich woanders hin. Und dafür bin ich AfDler, meine Freunde. Dann soll ich angeblich das Dritte Reich verherrlichen. So ein Schwachsinn. Also alles, die schmeißen uns ja alles vor. Ein Putin-Freund bin ich, angeblich. Die AfD ist ein Putin-Freund. So ein Schwamm. Weil wir sonst mit Gewalt, mit Waffen haben wir noch nie Frieden schaffen können. Weil wir für Verhandlungen sind. Und da fallen die über uns her und Beleidigungen jeden Tag. Ach so, dass die Gesundheit nicht teilweise gepackt hat.
dass ich mich so aufgeregt war, so in der Kommunalpolitik, weil da bist du drin, 2 Stunden drin und musst die 2 Stunden beleidigen lassen und darfst dich sagen. Das ist das Problem, was wir haben. Die Machtgeilen, was da drinnen sind im Parlament, Machtgeil sind. Und in erster Linie müssen wir jetzt für euch da sein und das sage ich immer wieder. Und dann ist die zweite Sache, die innere Sicherheit. Ja, was ist denn passiert? Wie lange wollen Sie noch reden? Wie lange wollen Sie noch reden? Und wollten sagen, ja, Sie sind in Bayern ist es noch besser. Und der Hermann sagte mir, in Bayern ist es noch besser. Wir woanders. Meine sehr verehrten Damen und Herren, seit 2015. Und jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, nicht, dass ich noch eine Strafe kriege. Über 52.000 Frauen sind sexuell belästigt worden von Immigranten. Über 52.000. Und das sind Einzelfälle angeblich. Die innere Sicherheit ist nicht mehr gewährleistet und wir müssen endlich was machen dagegen und nicht nur reden, reden. Und die dritte ist, dass wir unsere Arbeitsplätze halten. Ein Drittel der Firmen möchte weggehen. Was heißt das, wenn die Firma weggeht? Da gibt es Arbeitslose. Was heißt das? Wir haben eine riesen Rekordeinnahme von 1 Billion. Und jetzt schaut es einmal aus, was wir für Straßen haben, was wir für Bahngleise haben, was wir für Brücken haben, was wir für Schulen haben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich lese in der Zeitung, letztes Jahr haben sie 16 Milliarden hergeschenkt. 16 Milliarden, 16.000 Millionen. Schuldenerlass für irgendwelche Länder. 33,9 Milliarden schicken wir jedes Jahr her ans Ausland. Entwicklungshilfe. Halbe Milliarde zum Beispiel Indien, China. Ja, die müssen wir unterstützen, klar, logisch. Aber für das andere haben wir kein Geld nicht. Leute, nichts jetzt gegen andere Länder, aber zuerst mal durch, zuerst über die Infrastruktur stärken. Ich muss das machen und dann schaue ich drüber. Nein. Habe aber noch nichts gesagt, die man da herin hat. Jetzt haben wir schon was 50 Milliarden hergeschickt. Jetzt ja. Die, man da herin hat, die kostet über 40 Milliarden. Und dann geht der Söder her in seiner Regierungserklärung und sagt, wir in Bayern haben mehr Ukrainer aufgenommen wie das Land Frankreich. Das ist eine Leistung. Da habe ich viel nicht schön. Und wer zahlt's? Nicht, weil wir nicht helfen wollen. Leute, weil die eigene Bevölkerung vergisst mehr von diesen Politikern. Und die einzige Partei, sagen wir, die uns sagen, so geht's doch wieder. Mensch, das kann doch nicht sein. Zuerst muss ich doch für unsere Kinder schauen, was haben wir denn mir für Probleme? Und wenn ich dann schaue, jetzt soll es dann kein Christkindlmarkt nicht mehr geben. Das soll ein Wintermarkt werden, um die anderen Leute nicht zu diskriminieren. Und das Schöne ist das jetzt. Ich habe im Landtag und auch meine Kollegen immer, haben wir immer dafür, dass wir Steuerleistungen, wenn wir euch entlasten, jetzt werden sie eine neue Steuer einführen, Leute. Einen Wassersee, vielleicht habt ihr es gelesen. Ein Wassersee. Sie wollen den Wassersee, das ist noch mehr Steuererhöhung. Ungefähr 30 Cent pro Kubikmeter Wasser. Dann habe ich gesagt, ja, wir müssen doch die Leute entlasten und nicht belasten. Von den Grünen und von den Roten weiß ich, dass politische Blickdinger sind, das wisst man. Aber von den Freien Wählern und von den Schwarzen wissen wir es nicht. Und darum bitte, meine sehr verehrten Damen und Herren, schaut auf einer Bayern. Ich sage immer, der Name einer Partei spielt keine Rolle. Wir müssen zuerst alle zusammenhalten. Die Bedrohung ist so groß. Ich bin Opa, habe 2 Enkel. Es kann doch nicht sein, dass wir mir sowas hinterlassen, dass wir über die Ukrainer kriegen und die wollen sie nicht integrieren. Überhaupt nicht. Ich habe so viele, wir haben einen großen Ausländeranteil in Taufkirchen an der Fils, die kommen zu mir und sagen, Martin, muss man ihn ausdrücken, ich würde helfen. Das sind die Leidtragenden, die sind seit 30 Jahren drin, die haben ein Geschäft, die zahlen ihre Steuern, die Kinder reden Deutsch. Gar kein Problem, die sind willkommen, die haben angekommen. Aber ich muss doch öffentlich sagen dürfen. Und das habe ich auch in der Diskussion im Landtag gesagt. Alle Leute, die kommen, sind nicht schlecht. Alle Leute, die kommen, sind nicht gut. Aber man muss doch das Thema ansprechen dürfen, ohne dass man gleich als Nazi bezeichnet wird. Und wer da kommt als Gast und die Gastfreundschaft missbraucht, der muss heim. Und das sage ich öffentlich, Leute. Der muss heim. Und fällt euch auf, und fällt euch auf, immer von der Wahl, egal wo von anderen soll. Ja, das müssen wir machen. Dann haben die, da hat der Söder dann vorne eine Erleuchtung. Und dann redet er wie wir. Zuerst haben wir die Gesüge rechtsextrem, aber dann sagt er, ja, wir müssen die Gäste nicht machen. Unbedingt müssen wir das machen. Leute, lasst euch nicht mehr verarschen. Schaut zwischen den Zeilen. Wollt AfD mit jeder Stimme für uns. Zwingst du die anderen Parteien zum Umdenken? Mit jeder Stimme. Alles andere ist zwecklos. Demonstrieren, völlig wurscht, ist dir wurscht. Aber da haben sie Angst, wenn sie nicht fründen. Und ihr müsst euch mal vorstellen, die kommen lauter in den ersten Tag, die würden früher da bin,
Und dann kommt der Schwarzzeller, war im Casino, den haben wir Kaffee gehabt. Dann kommt einer, sagt, ey, bist du auch schon da? Ja, sag ich, bin auch da, ja. Ah, sagt er, sitzen wir zusammen, ja. Dann kommt der Honeycheck einer. Dann sagt der andere, der Schwarze zu mir, ja, ich komme von da und da. Der für den Sommer, könnte bestimmt ein Problem. Sagt er, oh, jetzt müssen wir aufhören, wir dürfen mit euch nicht reden. Wer sich das einmal vorstellen? Also ich bin da wie, vielleicht habe ich zwei Herren da oben, tut es sein, ich habe einen Teufel mir oder was. Ich bin 42 Jahre lang verheiratet mit einer kleinen Frau, ich bin ein Familienvater, verdammt einmal unser Bayernland geht ein Bock habe ich. Und deswegen sind wir mir wichtig, dass wir mir unterstützt werden und jeder muss Werbung machen, dass wir diese Leute zurechtweisen, weil dann werden sie die Politik ändern und sonst nicht. Rieschen wir zusammen, oder? Mal aufhören. Also meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe es bereit, dass ich da kommen darf. Ich muss ein bisschen kürzer machen, der andere hat ein bisschen überzogen. Kein Problem. Aber wer mich einmal hören möchte, ich fahre ja ganz gerne mal auf eine Veranstaltung und dann rede ich 1,5 Stunden, darf ich treiben. Aber eines zum Abschluss noch, eines, liebe Freunde, eines. Wir haben ja noch eine Heimat. Und wenn wir die verspulen, und das wird der Untergang von unserem Land sein. Kulturell ist so. Ich will da wirklich nicht dramatisieren, wirklich nicht. Besinnt sein. Konfrontiert die anderen Parteien. Was macht sind ihr da? Sie müssen sich vorstellen, das muss ich auch noch zum Schluss sagen. Ich bin aus der Gemeinde, dafür, alles da drin, oder? 70% der Kitas, kleinen Wurzeln, die da haben, haben einen Immigrationshintergrund. Auf dem ländlichen Raum. Und dann schreiben sie, das ist ein Gewinn. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn dieser Gewinn ist, nichts gegen die Putzer. Unsere Kinder leiden, weil der Stoff nicht durchgekommen wird, weil dann die anderen nicht Deutsch können, beide Seiten verlieren. Und das darf man nicht ansprechen. Das ist das Problem, was wir haben. Wer zu uns kommt, muss sich an uns anpassen. Und wer sich nicht anpasst, der muss gehen. Das ist die Prämisse der AfD. Dankeschön.